Wenn man sich das Geschehen der Aktienmärkte mal genauer anschaut, vielleicht könnte man dann sagen, naja, was hier passiert, ist eine Art Kampf zwischen Zukunftsträumen, extremen Zukunftshoffnungen auf der einen Seite und jetzt einer sich immer stärker einschleichenden Gegenwartsrealität. Wir haben jetzt die Situation, dass die Corona-Zahlen faktisch bedeuten, dass neue Maßnahmen ergriffen werden, die die Wirtschaft hart abbremsen. Aber auf der anderen Seite sagt man sich, naja, vorübergehend, wir haben doch dann bald die Vaccine und dann wird alles wunderbar, dann werden die Gewinne viel größer sein als vor der Corona-Krise. Und wir wollen mal abgleichen, wie jetzt der Gegenwartsbezug ist, wie die Fakten derzeit sind und wie sich dem gegenüber die Zukunftsträume darstellen. Wir starten zunächst mal mit einer Anmerkung von David Rosenberg. Wir hatten gestern ja die Einzelhandelsumsätze gesehen, schwächer als erwartet. Und was vor allem interessant ist, ist das, was eigentlich in diesen zyklischen Sektor fällt, der derzeit so gekauft wird, wo alle sagen, wir wollen Value, 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 nachdem vorher sozusagen ja Growth angesagt war in der Corona-Krise, dass gerade dieser zyklische Sektor sehr, sehr schwach war in diesen Einzelhandelsumsätzen aus den USA. 0,6% rückläufig im Oktober, während das sogenannte Stay-at-Home-Segment, also praktisch das Segment, das von der Corona-Krise profitiert, deutlich stärker war mit plus 1,2% zum Vormonat und 15% zum Vorjahresmonat. Also wir sehen in der Realität, am Boden der Realität findet hier nicht wirklich etwas statt, was diesen Switch von Growth zu Value wirklich rechtfertigen würde. Das ist also zunächst mal eine reine Hoffnungsmetapher, die durch diese Impfstoff-Euphorie seit letzten Montag ausgelöst ist. Und wir sehen, dass jetzt natürlich sich die Frage stellt, die Medien pushen natürlich dieses Value-Thema jetzt nach oben. Value, 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 das ist doch super, great for stocks. The vaccine is great for value stocks. Dann kann man wie Lance Roberts fragen, ja, welcher Value bitte? Wir sehen hier zum Beispiel beim Russell 2000, dem Index, der derzeit am besten läuft, der in der Corona-Krise schlecht gelaufen ist, jetzt am besten läuft, sehen wir, dass wir hier KGVs haben, die natürlich schon total lächerlich sind, knapp die Hälfte um und bei der Aktien oder der Unternehmen in diesem Index verliert Geld. Und wir sehen, gerade da ist besonders die Hoffnung groß, dass sozusagen dann die Dinge deutlich besser werden als vor der Corona-Krise. Also es gibt Value, es gibt wirklich Wert, auch wenn die natürlich jetzt in schwerem Fahrwasser sind angesichts der Corona-Krise, aber das werden sie überstehen. Aber es gibt viele Firmen, die werden es nicht überstehen und die sind Zombies und werden derzeit noch praktisch über Wasser gehalten. Circa 20% aller US-Firmen, die börsengelistet sind, sind derzeit Zombie-Firmen, sind also nicht in der Lage, ihre Kapitalkosten zu verdienen. Und was wir ja am Montag gesehen hat mit der Pfizer-Meldung zunächst mal und dann jetzt diesen Montag mit der Moderna-Meldung. Dieses Ereignis, dieser Switch von Growth in Value war ein absolutes Sigma-Event. 1,2 × 10^66 Alter des Universums war die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Es ist aber trotzdem passiert. Also es zeigt, dass da schon durchaus etwas Außergewöhnliches passiert ist, etwas Überspanntes passiert ist, um es mal vorsichtig zu sagen, was mit der Realität nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Die Realität sieht so aus. Das ist der Baltic Dry Index. Hier eine Anmerkung eines Kommentators. Nicht, dass Fundamentaldaten etwas wirklich etwas bedeuten würden. Nein, natürlich nicht. Ja, völlig klar. Wir haben ja es mit den Finanzmärkten zu tun. Das ist ein Spielcasino der Zukunftsträume, aber der Baltic Dry Index, also praktisch der die Raten für Transporte bemisst, der ist im freien Fall, während die Aktienmärkte nach oben gehen. Wir sehen, vielleicht hat dieser Baltic Dry Index eine Vorläuferfunktion. Hier im März sind die Märkte schon vor dem Baltic Dry Index gedreht, aber der Baltic Dry Index ist dann wieder nach unten gegangen, bevor diese Korrektur kam. Also es ist schwer zu sagen, aber man sollte das vielleicht mal berücksichtigen. Und wir sehen in Sachen Konsum in den USA nicht nur die eher schwachen Einzelhandelsumsätze, sondern wir sehen, dass jetzt das erste Mal seit 2011 Konsumentenkredite außerhalb von Mortgage, also außerhalb von Hypothekenkrediten, rückläufig sind. Am US-Immobilienmarkt hat sich ja eine fantastische Blase wieder aufgebaut. Die Fed muss praktisch diese Blase retten. Da sind die Preise immer weiter gestiegen. Die Nachfrage ist enorm. Die Leute verschulden sich immens. Das ist sozusagen ein Trend, der ja in Deutschland auch der Fall ist, aber in den USA noch krasser der Fall ist. Jedenfalls die Kredite außerhalb dieser Immobilienfinanzierungen sind das erste Mal seit 2011
rückläufig. Warum sind sie das? Weil die Banken natürlich wissen, oh, das wird jetzt eine gefährliche Situation für uns, wenn wir Kredite vergeben und die Leute haben keinen Job. Wo ist da die Sicherheit? Das mache ich eher nicht, also werde ich vorsichtiger in der Kreditvergabe. Also wir sehen, das ist übrigens etwas, was gegen Inflation spricht. Ich habe mit einem Freund eine Diskussion, der sagt, 2021 werden wir eine starke Inflation sehen. Ich wette dagegen. Und unter anderem diese rückläufige Kreditvergabe, die ja sozusagen auch maßgeblich für inflationäre Tendenzen verantwortlich ist, ist hier einer meiner Gründe. Dann sehen wir, dass die Anleihemärkte jetzt diese Euphorie der Aktienmärkte überhaupt nicht spielen. Wir müssten ja eigentlich normalerweise sehen, dass dann die Anleiherenditen steigen. Wenn jetzt das tolle Wachstum kommt, wenn jetzt durch die Vakzinen alles super wird, dann entsteht eine Nachfrage, dann geht es wieder richtig rund, dann müssten doch die Anleiheinvestoren höhere Risikoprämien verlangen, weil eben die Inflation nach oben geht. Oder weil die Preise steigen und wir sehen, naja, die Renditen der US-Staatsanleihen, die fallen sogar tendenziell jetzt wieder, 0,84% die 10-jährige US-Staatsanleihe. Also der Anleihenmarkt kauft diese Geschichte nicht. Der Aktienmärkte und der Anleihenmarkt ist nach meiner Auffassung der weitsichtigere. Wir haben zum Beispiel ja schon im Februar gesehen an den Anleihenmärkten, die haben das Spiel der Aktienmärkte nicht mitgemacht. Die eben glaubten, wir sind im Wunderland, während China im Lockdown war und glaubten, das hat alles mit uns nichts zu tun. Dann wurden sie Ende Februar eines Besseren belehrt. Was besonders krass ist, ist derzeit zum Beispiel der Dow Jones Transport, der ja auf neuem Allzeithoch ist, also Fluglinien, alles was Transport ist, ist da drin. Wir sehen oben im RSI eine negative Divergenz, Charts von Michael Silver, Figuring Out Money kann ich nur empfehlen. Und unten auch bei der Stochastik negative Divergenzen, wir sind maßlos überkauft. Es ist so, als würde da ein Wunder passieren, wir sind deutlich höher als noch vor der Corona-Krise. Ist da jetzt gerade für Fluglinien die Zukunft so goldig, wenn jetzt so oder so, ob mit oder ohne Vakzin, weniger Geschäftsreisen stattfinden werden? Ich wage das zu bezweifeln. Geschäftsreisen sind praktisch das Rückgrat der Flugindustrie. Und hier mal einen Blick auf den Dow Jones. Da sehen wir, wir sind gestern genau bis zum 5-Tages-Durchschnitt gelaufen, zum 5-Tages-EMA. Und sehen, dass wir jetzt so eine Kerze haben, die ein bisschen komisch aussieht. Wir haben ja massive Gaps gerissen, 6 Gaps in Folge, eigentlich 7. Das eine wurde dann gefehlt. Also wir sind sozusagen in diesen Zukunftsträumen ein bisschen sehr weit gelaufen, um es vorsichtig zu formulieren. Und einer der ausschlaggebenden Gründe war, dass sozusagen die meistgeschorteten Aktien hier besonders gestiegen sind. Da mussten also Leute eindecken. Hier die Most Shorted Stocks laut Berechnung von Goldman 140% gestiegen seit März. Ja, und jetzt haben wir natürlich die Corona-Realität, die zu immer mehr Einschränkungen führt. Hier die neuesten Zahlen aus den USA, 155.000 Fälle bei knapp 1,5 Millionen Tests. Also wir sehen, das ist eine 10% Positivquote, ein relativ hoher Stand. Wir sehen, dass die Zahlen also massiv nach oben gehen. Wir sehen jetzt, dass die Hospitalisierungen dramatisch steigen, haben sich praktisch jetzt verdoppelt in sehr, sehr kurzer Zeit. Und wir sehen jetzt mit 1565 den Tag mit der höchsten Todesziffer. Ist übrigens auch in Deutschland so, wie wir gleich sehen werden. Und jetzt die Amerikaner machen das, was wir Deutschen schon im Frühjahr gemacht haben. Ja, die horten Klopapier. Ne? Geschissen wird immer. Und jetzt sagt sich auch der Amerikaner, uiuiuiui, das könnte wieder auf Lockdown hinauslaufen. Und wir haben ja verschiedene Bereiche, verschiedene Bundesstaaten, in der einzelne Lockdown-Maßnahmen schon der Fall sind. Das ist eben nicht landesweit, weil die Bundesstaaten darüber letztendlich die Hoheit haben. Also wir sehen, dass hier schon Lieferengpässe in manchen Gegenden der Fall sind, vor allem in den Gegenden, in denen die Zahlen besonders hoch sind. Also auch der Amerikaner wird geradezu nervös. Und wir sehen hier die Zahlen aus Deutschland, 17.561, aber 305 Tote, das ist glaube ich der höchste Stand ever an einem Tag. Wird es so gehen wie damals mit der spanischen Grippe? Hier sehen wir die Todeszahlen der spanischen Grippe 1918-19. Da sehen wir, wir hatten einen Riesenspike, dann Abflauen, nächster Spike allerdings nicht mehr so hoch und dann war das Thema irgendwie erledigt. Wird dieses Virus auch verschwinden? Das ist die große Frage, ob mit oder ohne Vakzin. Vielleicht geht es auch ohne Vakzin, das weiß man eben nicht, aber wir dürften auf jeden Fall, und das ist eben der Punkt, bis mindestens Ende Frühjahr dürften wir eben mit solchen Problemen zu tun haben, die die Wirtschaft bremsen. So schnell wird eine Massenimpfung nicht kommen, selbst wenn der Impfstoff schnell kommen sollte. Kommen wir now to the politics.
Politics. Kommen wir zu Seth Donald, der hat jetzt Christopher Krebs entlassen, der sozusagen für die Wahlaufsicht zuständig ist, Cyber Security Agency. Der hat gesagt, also die Wahl war so sicher wie noch nie, das hat dem Donald jetzt nicht so gefallen. Hat er gesagt, also der ist ja völlig neben der Spur, gell? Die muss ich jetzt mal entlassen. Und jetzt ist die Sache wohl die, Rudolph Giuliani ist der Guy, der jetzt für Donald Trump die ganze Geschichte in Sachen US-Wahlen ausfechtet, bekommt übrigens $20.000 pro Tag. Das nur nebenbei, dass die Strategie des Trump-Lagers jetzt darin besteht, zu sagen, okay, unser Ziel muss sein, dass diese Wahlergebnisse in Michigan, Pennsylvania, Nevada und anderen Staaten nicht zertifiziert werden. Also dass sozusagen da gar kein Ergebnis dann offiziell vorliegt, was bedeuten würde, dass Biden dann wieder unter die 270 Wahlmänner Stimmen rutschen würde, was bedeuten würde wiederum, dass wenn keiner die 270 Stimmen erreicht, das Ganze an den US-Kongress geht. Im Kongress würde dann nach Bundesstaaten entschieden und da die Republikaner mehr Bundesstaaten gewonnen haben, würde Donald Trump Präsident bleiben. Das ist offenkundig die Strategie, die jetzt hier läuft, und diese Strategie beginnt jetzt schon in Michigan, wo ein Republikaner, der für die Wahlaufsicht in Wayne County zuständig ist, sagt, ja, ich zertifiziere diese Ergebnisse nicht, obwohl hier die Demokraten eine doch ziemlich deutliche Mehrheit haben. Also wenn jetzt diese republikanischen Wahlverantwortlichen, die auf Trumps Seite stehen, sagen, oh, ich zertifiziere das nicht, dann wird die ganze Geschichte noch richtig lustig oder unlustig, je nachdem. Und wir sehen, dass gestern ja, das war vielleicht auch einer der Gründe, warum sich die Aktienmärkte an der Wall Street dann nochmal erholt haben, Joe Biden eine Rede gehalten hat, wo er viel gesagt hat, viel versprochen hat, zum Beispiel diesen 3 Millionen Stimulus ins Spiel gebracht hat, aber es ist eben keinerlei Kompromissbereitschaft erkennbar gewesen gegenüber den Republikanern, die unter einer Billion wollen. Das war das Auffallendste gestern bei der Rede, dass eben hier nicht ein Kompromissvorschlag in irgendeiner Form gekommen ist. Und auffallend auch, dass wir jetzt gesehen haben gestern, dass Judy Shelton, ein Goldbug eigentlich, jemand, der sagt, wir müssten den Goldstandard haben, nicht in die Fed gelassen wurde. Da gab es eine Abstimmung im Senat, 47 Ja, 50 Nein-Stimmen. Nein hat auch neben Romney und Susan Collins auch McConnell, also der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, gestimmt. Damit ist jetzt diese Nominierung gescheitert. Das wäre ein sehr spannendes Experiment gewesen, wenn Judy Shelton die ganze Geschichte geschafft hat. Zurück zum Hauptthema. Wir haben also die Situation Zukunftsträume gegen harte Gegenwartsfakten. Die Frage ist, wie lange werden die Zukunftsträume, die davon ausgehen, dass die Welt deutlich besser sein wird als noch vor der Corona-Krise, für die Unternehmen, die inzwischen hoch verschuldet sind, die im Prinzip jetzt ihre Zukunft schon verkonsumiert haben, ihr Überleben damit finanziert haben, dass sie massiv Kredite aufgenommen haben, dass deren Zukunft deutlich besser sein soll als vor der Krise, erschließt sich mir nicht. Jetzt sehen wir sozusagen die Gegenwartsfakten, die eine harte Abbremsung der Wirtschaft bedeuten würden, auch in den USA. Und jetzt ist sozusagen dieser Kampf dieser zwei Prinzipien in einem deutlich überkauften Markt zu beobachten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Mittwoch, nachdem die deutsche Nationalmannschaft ein so großartiges Spiel abgeliefert hat, dass wir immer noch am Träumen sind. Bis dann, Servus und Ciao.